Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die keinen Stock im Arsch haben. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki Late Night mit einer wunderbaren Sendung. Heute hier an diesem schnuckeligen Montag. Oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag, wer weiß das schon. Ist ja egal. Ja. Ich bin der Sashi. Ich bin der Christian. Ich muss kurz mal nachdenken, wie ich weiß. Ne? Und du bist der Christian. Hast recht. Richtig. Und wir haben jetzt die Schoki-Banoki Urlaubstipps. Urlaubstipps. Ja. Wir machen unsere Jingles noch selbst. Hier ist alles handgemacht. Ja, alles, aber okay. Richtig handgemacht. Ja. Du weißt, wovon ich rede. Im Urlaub möchte man ja gerne braun werden. Richtig. Immer schön knackig braun, damit man Urlaub den Nachbar sagen kann, hey, ich war im Urlaub. Wo warst du? Ich war Mensch, hier, ich war so lange im Urlaub, das glaubst du gar nicht. Ne? Also, kann man ihm angeben. Ich bin so braun, ich sehe aus, als wäre ich 6 Monate im Urlaub gewesen. Ne? Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Lang im Urlaub bedeutet viel Geld. Viel Geld, Wohlstand. Wohlstand demonstrieren. Ja. Und nicht hier wie diese Pauschalurlauber aus der Unterschicht. Und dann mit dem Kleinwagen dann aus der Garage raus und unversichert. Nur Haftpflicht. Ja, aber wenigstens 6 Monate Urlaub. Richtig, ne? Ja. Und wie kann man das gut, wenn man schön braun ist? Ja. Und wie ist man schön braun? Man reibt sich mit Butter ein. Wenn die Sonne geht. Erdnussbutter. Erdnussbutter. Ja. Ja. Man kann auch einfach mal 3 Tage nicht aufs Klo gehen, dann ist man untenrum halt nur braun. Geht auch. Oh Gott, ja. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man eigentlich... Wie man Bräune erhält nach dem Urlaub. Nein? Nee, dass man auch den Schatten für sich nutzen kann. Ach ja, weil das klingt interessant, Sascha. Erzähl mir mehr. Das Problem ist ja immer, dass man nicht in der Sonne... In deinem Alter fällt die Haut dann in Scheiben ab, wenn man zu lange in der Sonne ist. Mitteleuropäer bis Nordeuropäer haben ja das Problem, dass sie nicht in der Sonne verweilen können, länger als 30 Millisekunden. Richtig. Ja. Die kannst du, Nordeuropäer kannst du mit der Taschenlampe anleuchten, dann kriegen die einen Sonnenbrand. So lichtempfindlich sind die. Ich war mal in Nordeuropa und... Und da hast du auf der Straße Leute mit einer Taschenlampe belästigt. Das sind gerade scheiß albern, gell? Also okay. Und ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Nordeuropäer. Also Nordeuropäer. Da kann man nicht so, man kann auch den Schatten für sich nutzen. Die sind ja ruckizucki rot wie ein Hummer. Ja. Ja. Also nicht wie das Auto. Es gibt auch rote Hummer. Ah, das ist ein schönes Wortspiel, Sascha. Aber nicht so wie das Auto, sondern wie das Tier. Aber erst, wenn es gekocht worden ist. Richtig, ne? Dann sind die ganz blass. Genau, sind. Und ich finde es unmöglich, dass die wirklich lebend da reingeworfen werden zum Kochen. Wusstest du das? Ja. Findest du das nicht aber cool? Nordeuropäer werden ja nicht da reingeworfen und die sind trotzdem rot. Ja. Die sind ja auch lebend in der Sonne. Schoki Banoki Faktencheck. Faktencheck. Wenn du Wasser kochst und einen Frosch reinwirfst, dann springt der sofort raus und hat ganz fürchterliche Verbrennung. Wenn du einen Frosch in Wasser setzt und das langsam heiß macht, bis es kocht, bleibt der so lange sitzen, bis er tot ist. Ja. Und jetzt? Schoki Banoki, Faktencheck. Achso, das war's schon. Und wenn du Nordeuropäer ins Wasser setzt und langsam heiß machst? Das ist eine Sache. Ich weiß nicht, wie du Nordeuropäer heiß machst, aber hey, tu dir keinen Zwang an. Mit so einem Tauchsieder. Ja. Also stell dir vor, Nordeuropäer ist im Urlaub, hör mir Urlaubstipps, ist im Urlaub im Swimmingpool. Und du gehst so hin, machst so einen Tauchsieder, so will ich den. Also der großen. Ist wie beim Frosch, der bleibt sitzen, bis er tot ist. Also das der denkt, oh, geiler Whirlpool irgendwann mal, ne, was er ja kocht. Boah, ist das heiß. Mann, ist das heiß. Ja, und dann ist er halt irgendwann tot. Wenn er natürlich, wenn du dem kochendes Wasser rein... machen würdest. Ja, also wenn es kochen würde und würdest ihn reinstumpen, würde er versuchen, herauszukommen. Ja, aber so, das, also... Das sitzen. Ergo, Nordeuropäer sind wie Frösche. Richtig, ja. Genau. Nordeuropäer sind die Frösche Europas. Ja. Werden Frösche denn auch rot in der Sonne? Weiß ich nicht. Wie ist es denn, wenn du mit einer Taschenlampe einen Frosch anleuchtest? Ja. Dann springt er ja auch weg. Ja. Ja, vor Angst. Wenn ein Frosch schlecht ist, wird er eigentlich dann noch grüner? Ich glaube, Frösche saufen weniger als Nordeuropäer.
Weil der Alkohol ist ja in Nordeuropa sehr teuer. Sehr teuer. Und also wenn die dann... Schweden, ja, Finnland und sowas. Wenn die dann Norwegen. In Mittel- und Südeuropa sind, trinken die mehr. Ja. Wie ist denn mit schwedischen Fröschen? Schwedische Frösche vertragen überhaupt keinen Alkohol. Nee, die haben keine Enzyme. Die sind ehemals aus Asien. Genau. Das sind, die wurden damals von den asiatischen Seefahrern nach Schweden gebracht. Und es gibt eine sehr antialkoholische Froschpopulation an der Grenze zu Norwegen. Was ich ursprünglich sagen wollte, ja, wie ist, jetzt drauf? Ja, okay, nee, wie es mir drauf kam, ist total scheißegal. Ja. Ich wollte ursprünglich sagen, du musst den Schatten für dich nutzen. Ja, genau. Ja. Nicht dich in die Sonne knallen und auf Teufel komm raus braun werden, weil du wirst ja nur rot. Klar, kannst du dich ein bisschen in die Sonne knallen, nach 20 Millisekunden musst du wieder raus und dann aber in den Schatten legen. Und je nachdem, wo der Schatten ist, das Wasser reflektiert vielleicht noch, die Sonne und sowas. Helle Gebäude. Kühlschränke. Ja. Minibars. Ja, genau. Okay. Weiße Nutten, so, ja. Die reflektieren dann die Sonne. Ja. Okay. Und dann wirst du halt im Schatten wirst du brauner. Okay. Ja. Das heißt, im Schatten kannst du im Urlaub brauner werden als in der Sonne, weil da wirst du ja nur rot. Das ist der Urlaubstipp für alle, die im Urlaub unterwegs sind und mal wirklich auf die Kacke hauen wollen, wenn sie zu Hause sind und sagen wollen zum Nachbarn. Braun sein wollen und nicht rot. Genau, und dann zum Nachbarn sagen, ich war 6 Monate im Urlaub und jetzt fahre ich mit meinem kleinen Wagen unversichert mit Haftpflichtversicherung nur. Aber braun gebrannt. Durch die Garage durch und kannst mir nicht leisten, sie neu aufzubauen. Weil ich ja keine Kohle habe. Habe ich im Urlaub schon alles für die Nutten verblasen. Ja, dann haben wir es doch. Ja, das war der Schoki-Banoki-Urlaubstipp. Ganz wichtig. Ne? Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, also wenn man das nicht beachtet, dann ist man natürlich total hin und über. Das ist richtig. Komm, sag du Tschüss. Hier, macht's gut. Tschö. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.